Mein Name ist Thomas Purwin, ich bin Initiator des Aktionsbündnisses Lichter für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit. Wir treffen uns heute in der Bocholter Innenstadt vor dem wunderbaren historischen Rathaus auf dem Marktplatz für eine Lichterkette und eine vorher stattfindende Kundgebung für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit. Im Alltag, im Internet findet im Moment Hetze statt, es finden Diskussionen statt, die unter die Gürtellinie gehen, und dagegen wollen wir halt heute ein klares und deutliches Signal setzen mit allen Bocholter Bürgerinnen und Bürgern und natürlich auch mit Freunden aus der näheren Umgebung. Und da ist es jetzt natürlich an der Zeit, eine Bocholter Gegenbewegung zu starten. Ganz genau. Und deswegen haben wir uns mit verschiedenen Vereinen zusammengeschlossen, mit Organisationen, mit Parteien, mit Kirchen, um eben genau dieses deutliche Zeichen, dieses deutliche Signal der Bevölkerung zu setzen. Sind schon Anmeldungen reingekommen übers Internet, über die Internetseite, über die Facebook-Seite? Sind da schon Anmeldungen reingekommen? Wie viele Leute haben sich ungefähr schon angemeldet? Also da wir die Veranstaltung ohne Anmeldung wirklich machen, sondern wirklich barrierefrei, können wir natürlich nicht sagen, wie viele Leute tatsächlich heute kommen werden. Wir hoffen auf 250, die haben wir auch bei der Polizei angemeldet. Wenn es natürlich noch mehr werden, umso besser. Aber das Ergebnis werden wir gleich sehen, wenn um 18.30 Uhr die Kundgebung startet. Das Ergebnis wird in jedem Fall sein, ein positives Zeichen aus Bocholt. Das positive Signal wird heute auf jeden Fall rausgehen, ganz genau. Liebe Bocholterinnen, liebe Bocholter, liebe Freundinnen und Freunde, von nah und fern. Was für ein tolles Bild, wenn man hier oben steht, und es ist einfach schön zu sehen, wie viele Menschen hier und heute dem Aufruf unseres Aktionsbündnisses gefolgt sind, um ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen der Gesellschaft für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit. Und das vor dieser ganz besonderen Kulisse, vor dem schönsten Gebäude unserer Stadt, dem historischen Rathaus. Ja, und dieses Zeichen, welches wir hier und heute gemeinsam setzen, ist in der heutigen Zeit dringend notwendig. In den letzten Wochen und Monaten bekommt man immer mehr den Eindruck, dass sich unsere Gesellschaft wandelt. Immer mehr Menschen wählen rechte Parteien oder zumindest Parteien am rechten Rand. Immer mehr Menschen teilen in sozialen Netzwerken rechtes Gedankengut oder hetzen gegen andere Menschen und machen so aus den sozialen Netzwerken eher asoziale Netzwerke. Der Bürgermeister und weitere andere politische Personen bekommen Hassmails und Morddrohungen. Man ruft auf zum Erhängen und Vergasen und man fragt sich, was soll das? Haben wir aus unserer eigenen Geschichte nichts gelernt? Menschen sterben weltweit durch internationalen Terrorismus und auch vor Ort. In Frieden wird die Flüchtlingsunterkunft mit Flaschen geworfen. In Bocholt und Ahaus wird gar auf Flüchtlingsheime geschossen. Und man kann nur froh sein, dass dabei keine Menschen zu Schaden kamen. In den Medien hört man von brennenden Flüchtlingsheimen, von einem Mob, der die Löscharbeiten behindert und dafür Applaus bekommt. Von einem Mob der Menschen, die mit einem Bus zu ihrer Unterkunft gebracht werden, mit Parolen empfangen, beschimpft und beleidigt werden. Man hört Rufe von einer großen Menschenmasse, wir sind das Volk. Und diesen Ruf gegen Flüchtlinge und gegen die Flüchtlingspolitik zu verwenden und damit zu missbrauchen, ist in meinen Augen eine Schande. Es ist der sinnbildliche Spruch einer friedlichen Revolution. Einer Revolution, die ein wunderbares Ergebnis zur Folge hatte. Die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Und diese Wiedervereinigung bedeutete die Freiheit für Millionen von Menschen. Und dieser gröhlende und tökelnde Teil mag vielleicht ein kleiner Teil unserer Gesellschaft sein. Aber dieser Teil ist laut und wird, und so fühlt es sich an, immer lauter. Unser Bundestagspräsident Norbert Lammert sagte passenderweise dazu, wenn die Mehrheit zu leise ist, wird die Minderheit zu laut. Und umso mehr freue ich mich, dass wir alle hier und heute auf dem Marktplatz zusammenstehen, um zu beweisen, der ganz große Teil der Gesellschaft steht für Toleranz, für Mitmenschlichkeit und stellt sich gegen jede Form von Fremdenfeindlichkeit und Hetze.
Vertreter von verschiedenen Verbänden, von Vereinen, Kirchen jeglicher Glaubensrichtung, Vertreter diverser Parteien, ich sehe Familien und Einzelpersonen. Ich sehe Menschen unterschiedlicher Herkunft und jeglicher Altersklasse. Wir alle hier und heute wollen gemeinsam ein deutliches Zeichen setzen. Und dafür gilt mein Dank auch im Namen aller Unterstützer des Aktionsbündnisses. Ihnen und euch allen ein ganz besonderes Dankeschön an Sie, die Sie hier und heute die Stadt erleuchten. Wir zeigen gemeinsam, wie wir uns unsere Gesellschaft vorstellen. Wir wollen in einer bunten und vielfältigen Gesellschaft leben, eine Gesellschaft ohne Vorurteile und ohne Angst. Wir brauchen ein Miteinander der Menschen. Und dieses Miteinander, das beherrschen wir. Das beweisen wir alle tagtäglich, jeder von uns. Wie viele Bocholterinnen und Bocholter engagieren sich ehrenamtlich? In der Flüchtlingshilfe, in Vereinen, in Verbänden, in der Nachbarschaftshilfe, wo auch immer. Und in all diesen Ehrenämtern geht es um das Zwischenmenschliche, eben um das Miteinander. Dieses Ehrenamt ist eine sehr wichtige Säule, wenn nicht sogar die wichtigste überhaupt in unserer Gesellschaft. Und diese Säule kann mit Geld nicht bezahlt werden. So leistet jeder auf seine Art und Weise einen Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander und darauf dürfen wir alle zu Recht stolz sein. Man muss aber auch sagen, es gibt viele Menschen mit Fragen nach der Zukunft, mit Unsicherheit und vielleicht auch mit Ängsten. Und diese Sorgen, die müssen wir alle ernst nehmen und die richtigen Antworten liefern, damit aus diesen Unsicherheiten kein Hass wird. Das gehört nämlich auch zur Wahrheit mit dazu. Genau diese Fragen haben in unserer toleranten Gesellschaft ihre Daseinsberechtigung. Sie werden von uns gehört und man setzt sich konstruktiv mit diesen Fragen und Sorgen auseinander. Heute geht es in erster Linie um ein gemeinsames Zeichen. Wir zeigen, dass wir die Mehrheit sind. Wir zeigen, dass die Mehrheit ein friedliches und freundliches Miteinander wünscht und genau das auch vorlebt. Wir setzen ein Zeichen für Toleranz, für Offenheit, für Mitmenschlichkeit und setzen ein großes Stopp gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Hass und gegen Hetze. Egal wann und wo, egal ob im Internet oder in der realen Welt. Ich bin stolz darauf, dass so viele Menschen hier und heute dem Aufruf unseres Aktionsbündnisses Lichter für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit hier und heute gefolgt sind, um gemeinsam die Stadt zu erleuchten. Ich bin auch stolz darauf, dass wir heute Redner aus den verschiedenen Bereichen haben. Gleich hören wir noch Lukas Saliba vom Internationalen Mesopotamischen Kulturverein Bocholt, Pfarrer Raphael von Strahlen für die katholische Kirche und Prädikant Andreas Eichler für die evangelische Kirche. Auch schon an dieser Stelle vielen Dank dafür. Im Anschluss an die Redebeiträge gegen 19 Uhr werden wir dann unsere Lichterkette starten. Vom Marktplatz über die Neue Straße bis hin zur Kreuzstraße. Wenn ich das sehe, wie viele Leute da sind, ich bin optimistisch, dass wir es auch bis dahin schaffen. In der Lichterkette werden wir für einige Minuten inhalten und dann am Ende der Lichterkette, das werden wir dann dadurch mitbekommen, dass die St. Georgskirche dann noch einmal für 5 Minuten die Glocken läuten lässt. Wichtig ist aber zu wissen, oder dass wir alle wissen, diese heutige Veranstaltung ist ein Zeichen. Dieses Licht von heute müssen wir im Alltag aber immer wieder zum Leuchten bringen. Bieten wir Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit die Stirn, lasst uns zeigen, wir stehen für Toleranz, Offenheit und Mitmenschlichkeit. In unserer Mitte ist kein Platz für Hass und Hetze und lasst uns gemeinsam auf diese Art und Weise die Welt ein Stück besser machen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ich sage vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit und eure Teilnahme an der heutigen Lichterkette. Vielen Dank. Jetzt gebe ich das Mikrofon gerne ab an Herrn Lukas Saliba vom Internationalen Mesopotamischen Kulturverein Bocholt. Dankeschön.
liebe Bürgerinnen und liebe Bürger, wir haben uns heute hier in Bocholt versammelt, um ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit zu setzen. Wir vom internationalen mesopotamischen Kulturverein Bocholt möchten unsere Solidarität dem Aktionsbündnis mit einer Rede kundtun.